Ein neues, autoarmes Wohnquartier für Rostock. Der Grote Pol in der Nähe des Hauptbahnhofes ist in Planung. Bis zu 1200 Wohnungen sollen hier entstehen und damit der Wohnungsnot in Rostock entgegenwirken. Mitte Juli lagen die Pläne für 14 Tage am neuen Markt in Rostock öffentlich aus. Die Resonanz eher verhalten. Also eingestiegen sind wir mit einer richtigen Bürgerinformation in der Rathaushalle. Die war sehr, sehr gut besucht, die Veranstaltung. Hier haben wir dann an einem Tag dieser zwei Wochen nochmal angeboten, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger hier ihre Fragen stellen können. Ein Kollege von uns war da. Da war die Resonanz nicht so groß, aber wir haben ja auch im Gästebuch drei Eintragungen, auch nicht so sehr viel. Also es gibt da auch, was ich sehr gut finde, sowohl pro als auch contra. Wer den kleinen Ausstellungsraum betrat, dem fiel neben vielen farbigen Plänen das Gästebuch sofort ins Auge. Einer der lediglich drei Eintragungen lautet: Grundsätzlich eine gute Idee. Vor allem auch mal ein Wohngebiet ohne zugeparkte Straßen. Mir sehen aber die Wohngebäude nicht nach über 1000 Wohnungen aus. Schade auch, dass es zum Südring zur Bahn keine Wohnungen geben soll. Wäre sicherlich eine tolle Aussicht. Geplant ist ein Gewerbegebiet im äußeren Teil des Groter Pol. Innen, wo es lärmgeschützt ist, sollen Wohnungen entstehen. Auch ein Schulcampus soll kommen. Die Erschließung erfolgt von der heute vorhandenen Erich-Schlesinger-Straße auf Höhe der Tankstelle in das Gebiet mit einer ersten Ringstraße, die im Bereich der Studierendenwohnheime am Kreisel endet. Das ist eigentlich die Haupterschließung mit diesen Quartiersgaragen. Dann haben wir im zentralen Bereich so in fünf Quartieren den Wohnungsbau insgesamt für rund 1000, vielleicht 1200 Wohnungen. Der Entwurf ist vorläufig und eine Vorstufe des Bebauungsplans. Erst im nächsten Jahr stimmt die Bürgerschaft über die zweite öffentliche Auslage des Bebauungsplans ab. Frühestens 2025 könne dann der endgültige Satzungsbeschluss fallen, heißt es. Bis gebaut werden kann, dauert es also noch. Also Hochbau gehen wir mal davon aus, wenn, wie gesagt, die Erschließung vielleicht ab 25, 26 dann planerisch vorbereitet wird, dass man vielleicht ab 27 tatsächlich auch erst bauen kann. Das wird einfach noch viel Zeit dauern. Dafür ist es auch ein sehr großes, sehr komplexes Gebiet, auch mit einer aufwendigen, teuren Erschließung. Eine der Herausforderungen, die Kleingärten. Schon 2017 hat die Hansestadt Rostock sämtliche Parzellen in dem Gebiet geräumt. Bloß 20 Pächter sind bisher noch geblieben. Doch das neue Wohngebiet ist in der Planung. Die Ausstellung der Pläne rund um das Baugebiet Groter Pol sollte der Start für eine neue Tradition sein. Die Rostockerinnen und Rostocker sollen immer mal wieder zu städtebaulichen Themen die Gelegenheit bekommen, sich zu informieren und mitzudiskutieren.